Es ist der 16. Juli und wir feiern heute den Namenstag von Carmen und Carmela. Ja, wo kommt der Name Carmen her? Das ist ein spanischer Vorname und er bezieht sich auf die Virgin del Carmen, Jungfrau des Karmels und somit auf Maria. Das ist nämlich die Schutzpatronin der Kirche des Bergs Carmel und da ist auch das erste Karmeliterkloster auf dem Berg Carmel. Ja, Carmen ist aktuell 45 Jahre alt, also 50% sind älter, 50% sind jünger als 45 Jahre in Gesamtdeutschland. Der sogenannte Median, den wir hier im Endeffekt ermitteln, um für den Namen Carmen das Alter zu bestimmen. Warum feiern wir heute den Namenstag von Carmen? Das liegt am Fest Carmen, unsere liebe Frau auf dem Berg Carmel. Und das haben die Karmeliterklöster intern am 17. Juli begangen. Weil Maria eben nicht nur Schutzpatronin ist, sondern es kam eben das Bedürfnis, ein eigenes Gedenk und Dankfest zu feiern. Seit dem 15. Jahrhundert wird es am 16. Juli gefeiert und im Jahre 1726 führte Papst Benedikt der 13. das Fest für die gesamte katholische Kirche ein. Und seitdem feiern wir am 16.07. das Fest Carmen. Also heute im Endeffekt von den Karmeliterinnen. Welche berühmten Carmens kennen wir? Wir kennen Carmen Nebel, die Fernsehmoderatorin, Carmen Roth, Fußballtrainerin, Carmen Geis, Sängerin und TV-Star. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ja, weil wir im Endeffekt Namenstage, alle weiteren Informationen, unser App Namechecker, Namensbedeutung, Namensableitung und so weiter und so fort, alles hier verfügbar. Kann man sich im App Store und bei Google Play herunterladen und wie man Namenstage im Dialogmarketing einsetzen kann, das erzählen wir unter www.marankon.de/namenstag. Herzlichen Glückwunsch an Carmen.